Cyberport präsentiert das Lenovo Yoga S940 14IWL. Die Yoga-Serie von Lenovo steht nicht mehr ausschließlich für Convertibles, bei denen sich das Display um 360 Grad herumklappen lässt, sondern auch für normale Notebooks. Das S im Namen deutet dabei auf besonders schlanke Modelle hin. Wir haben einen Vertreter der Yoga S-Serie auf Herz und Nieren getestet. Die technischen Daten. Das Yoga S940 misst eine Breite von 31,9 cm, eine Tiefe von 19,8 cm und eine Höhe von 1,2 cm. Insgesamt bringt das Notebook 1,2 kg auf die Waage. Der Bildschirm ist 14 Zoll groß und löst mit 3840x2160 Pixeln in Ultra HD auf. Unter dem Gehäuse unseres Testgeräts arbeitet ein Intel Core i7-8565U Quad-Core-Prozessor, der im Grundtakt mit 1,8 GHz und im Turbo Boost mit bis zu 4,6 GHz taktet. Hinzu kommen 16 GB Arbeitsspeicher. Für Daten und Anwendungen steht in unserem Testmodell eine 1 TB große SSD zur Verfügung. Beginnen wir mit dem Design. Hier hat Lenovo unserer Meinung nach alles richtig gemacht. Das Notebook wirkt sehr edel und hochwertig. Das gesamte Gehäuse besteht aus dunkelgrauem Aluminium und ist hervorragend verarbeitet. Wir konnten weder scharfe Kanten an Anschlüssen noch Spaltmaße oder ähnliches entdecken. Das Gewicht fällt beim S940 mit 1,2 kg sehr leicht aus und mit einer Höhe von 1,2 cm an der dünnsten Stelle lässt sich unser Testgerät bequem überall hin mitnehmen. Die Ecken des Lenovo sind dezent abgerundet und die Kanten leicht abgeschrägt. Nur ein Bereich über dem Bildschirm steht leicht über den Displayrahmen hervor. Uns gefällt das Design und deswegen gibt's den Daumen nach oben. Der 14 Zoll große IPS-Bildschirm löst mit 3840x2160 Pixeln in Ultra HD auf und nimmt ca. 90% der Displayeinheit ein. Die Bildpunktdichte von 314 ppi ist für ein Notebook ausgezeichnet. Bilder, Videos und Texte werden somit gestochen scharf dargestellt. Die Farbraumabdeckung sowie die Kontrastwerte sind ebenfalls auf einem sehr guten Niveau. Eine Sache fällt allerdings sofort auf: die stark spiegelnde Oberfläche des Displays, auf der Fingerabdrücke und Staub extrem gut sichtbar sind. Zugegeben, Fingerabdrücke sollten nicht allzu häufig vorkommen, da Lenovo hier keinen Touchscreen eingebaut hat. Die maximale Helligkeit kann mit bis zu 485 Candela pro Quadratmeter wieder punkten. Inhalte lassen sich selbst bei starker Beleuchtung noch gut erkennen. Dank IPS-Technologie bleibt das Bild außerdem aus unterschiedlichen Blickwinkeln stabil und büßt lediglich leicht an Helligkeit ein. Wir geben noch ein sehr gut. In unserem Testgerät arbeitet der Intel Core i7-8565U Quad-Core-Prozessor. Unterstützt wird die CPU von einem 16 GB großen DDR4-Arbeitsspeicher, der leider nicht erweiterbar ist. Für ein Notebook dieses Formfaktors ist das aber üblich. Alltägliche Prozesse wie Office-Anwendungen, Videostreaming und Surfen laufen absolut flüssig und rund. Einfache Bild- und Videobearbeitung sind ebenso möglich, allerdings sollte von grafikintensiven Aufgaben aufgrund der fehlenden dedizierten Grafikkarte abgesehen werden. Dank der SSD wird das vorinstallierte Betriebssystem Windows 10 Home schnell gestartet und arbeitet durchweg flüssig. Insgesamt gibt es für die Performance ein sehr gut. Weiter geht's mit den Anschlüssen. Unser Testgerät besitzt zwei USB 3.1 Typ C Anschlüsse mit Thunderbolt 3 sowie eine Audiobuchse und einen weiteren USB-C Port, der zum Aufladen dient, allerdings kein Thunderbolt 3 unterstützt. Ein Adapter zum Beispiel für USB-A, HDMI, DisplayPort und SD-Karten wird beim Yoga S940 quasi zur Pflicht. Manche Hersteller legen ihren anschlussarmen Notebooks ein passendes Dock bei, Lenovo aber leider nicht. Aus diesem Grund gibt es von uns ein befriedigend. Kommen wir zu den Emissionen. Die Lüfter sind im Idle ausgeschaltet, was für einen nahezu lautlosen Betrieb sorgt. Unter Last drehen die Kühler merklich auf, bleiben mit maximal 32 Dezibel aber dennoch sehr leise. Auch bei den Temperaturen hält sich das Notebook im guten Bereich. Nach einer Stunde unter Volllast erwärmt sich das Gehäuse maximal auf etwa 38 Grad, was ein Spitzenwert ist. Ein sehr gutes Ergebnis. Tastatur und Touchpad des Yoga S940 fühlen sich sehr hochwertig an und sind sehr angenehm zu bedienen. Für unseren Geschmack könnte lediglich der Druckpunkt der Tasten etwas stärker spürbar sein. Ein spannendes Feature bietet Lenovo beim Yoga S940 mit der Glance-App. Mithilfe des Infrarotsensors über dem Display können wir so Programme per Augenbewegung zum Beispiel auf einen externen Monitor verschieben, der mit dem Notebook verbunden ist.
Entfernen wir uns von unserem Testgerät, erkennt das S940 dies ebenso und dunkelt den Bildschirm automatisch ab. Eine wirklich innovative Funktion. Daumen hoch! Die Akkulaufzeit beträgt bei mittlerer Helligkeit und einer Mischung aus Surfen, Videostreaming und Office-Anwendungen knapp 6 Stunden. Dank Schnellladefunktion ist das Yoga in 1,5 Stunden wieder voll aufgeladen. Hier haben wir in puncto Akkulaufzeit mehr erwartet. Ein gutes Ergebnis. Unser Fazit. Das Lenovo Yoga S940 14IWL überzeugt mit edlem Design, rasanter Performance sowie gestochen scharfem, wenn auch spiegelndem Display. Einen Pluspunkt gibt es noch für das innovative Augentracker-Feature, das Konkurrenzprodukte wie Dell XPS 13, Acer Swift 7 und Co. nicht bieten. Negativ fallen hingegen die wenigen Anschlussmöglichkeiten auf. Der aktuelle Preis von knapp 2000 Euro ist für diese Art von ultraschlanken Premium-Notebooks mit Power-Ausstattung leider üblich und unserer Meinung nach leicht überzogen. Insgesamt vergeben wir 4 von 5 Cyberstars.